Ich habe es vermieden, Deutschen gegenüber zu treten. Ich habe wirklich einen sehr intensiven Hass auf die Deutschen gehabt. Also ich wollte nicht mit einem Deutschen überhaupt etwas zu tun haben. Und es hat beinahe ein halbes Jahrhundert gedauert, bis ich meine Füße wieder auf deutschen Boden gesetzt habe. Sie waren 19, wurden 20. Was war denn Ihr Traum? Sie waren ja eine sehr attraktive junge Frau. Was wollten Sie mit Ihrem Leben anfangen? Cellistin werden. Das hat nur einen Sinn gehabt, dort anzufangen, wo man mir die Möglichkeit weggenommen hat. Also ich habe 8 Jahre verloren, also jetzt aufholen. Davon habe ich geträumt. Ich habe alle Leute verrückt gemacht, sie müssen mir ein Cello finden. Und die ganze britische Armee war damit beschäftigt, ein Cello für mich zu finden. Und ich war noch anständig, wie ich bin, habe ich gesagt, nimm nicht einem Cellisten das Cello weg. Damals konnte man ja alles machen, wissen Sie. Und letzten Endes haben sie wirklich ein Cello gefunden, was auf dem Schrank von einem Bürgermeisterbüro gestanden hat. Das hat offensichtlich niemandem gehört. Aber der Witz an der Sache ist, als ich mit diesem Cello dann nach England gekommen bin und meine erste Cellostunde gehabt habe, hat der Lehrer sich das angeguckt und gesagt, auf so einem Ding kann man nicht spielen. Einer der Offiziere wusste, dass ich also auf Musik verrückt bin, und da kam eine englische ENSA, hieß das, Entertainment of, ich weiß nicht was, kam nach Hamburg und haben Figaro aufgeführt. Und der hat mir gesagt, weißt du, das war aber nur für Militärleute. Wenn du dir eine Uniform verschaffen kannst, nehme ich dich mit nach Hamburg. Und wir fuhren nach Hamburg. Aber wie das Hamburg damals ausgesehen hat, das können Sie sich nicht vorstellen. Man konnte kaum auf der Straße fahren, da waren Ziegelsteine, also Ruine. Es hat mir keine Freude gemacht zu sehen, was man da alles kaputt gemacht hat. Warum? Und eines Tages hieß es dann, jetzt ist Frieden. Hat man aufgehört, sich gegenseitig kaputt zu machen. Ich habe keinerlei Gefühl gehabt, also das geschieht euch recht irgendwie. Ich fand es einfach traurig, was wir uns so antun als Menschen. Konnten Sie denn Deutschen so gegenübertreten? Ich habe es vermieden, Deutschen gegenüberzutreten. Ich habe wirklich einen sehr intensiven Hass auf die Deutschen gehabt. Also ich wollte nicht mit einem Deutschen überhaupt etwas zu tun haben. Und es hat beinahe ein halbes Jahrhundert gedauert, bis ich meine Füße wieder auf deutschen Boden gesetzt habe. Denn wissen Sie, es wäre absolut möglich gewesen, dass ich jemandem die Hand reiche, der meine Eltern ermordet hat. Also man wusste ja nie, wenn man jemanden, also damals in Zeit, getroffen hat, wo der seine Hände gehabt hat. Wissen Sie, man kann nicht ständig mit diesem Misstrauen leben. Also für mich war die Lösung, mich fernzuhalten von Deutschland. Und ich bin erst, also wirklich beinahe ein halbes Jahrhundert später, bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Denn die Gefahr, jemand zu begegnen, der meine Eltern ermordet hat, ist, glaube ich, nicht mehr da. Haben Sie den Deutschen vergeben? Nein, das ist nicht meine. Das ist wirklich nicht, not my remit. Ich bin nicht der liebe Gott. Wie kann ich jemandem vergeben? Ich bin auch nicht in einer Gaskammer erstickt, wissen Sie? Stellen Sie sich mal vor, man könnte mit jemandem sprechen. Also ich habe den Deutschen vergeben. Nein, ich habe ihn absolut nicht vergeben und es ist auch nichts zu vergeben. Aber ich glaube, ich bin ein Stück weitergegangen, denn für mich sind Deutsche jetzt normale Menschen. Ich meine, nach diesen ganzen Jahren wäre es vollkommen verblödet, einem jungen Deutschen vorzuwerfen, den Holocaust vorzuwerfen. Nun muss man nicht vergessen, obwohl England nicht den Krieg verloren hat, aber niemand gewinnt einen Krieg. England ist auch sehr zerstört gewesen und es war nicht die erste Priorität, da Flüchtlinge hereinzulassen. Also das hat lange gedauert. Ein Antrag nach dem anderen. Damals, wissen Sie, war das irgendwie das Leben ganz anders. Also für 50 Zigaretten haben wir unsere
Registration einfach verändert. Wir sind also 2 Jahre jünger geworden. Und da hat meine Schwester die Bedingung erfüllt. Ja, also ein bisschen Schwindelei war da noch dabei, aber mein Pass ist immer noch im falschen Datum. Ich habe dann angefangen, hier zu studieren und habe eine Familie gegründet, so wie das Leben ist. Ja. War nicht immer Freude, wissen Sie, niemand geht durchs Leben, ohne dass da nicht Sachen schief gehen. Aber wenigstens brauche ich keine Angst haben, dass man mich in eine Gaskammer steckt am nächsten Tag. Ne? Das ist schon was wert.